Hallo und herzlich willkommen zu einer galaktomanisch geilen neuen Folge. GTA Online. Auch wenn das M mir schon auf der Zunge lag, das ist heute nicht der Fall. Denn wir haben einen Brief bekommen. Ja, und zwar von Blues Clues. Oder wie heißt der? Stefan? Gunther? Keine Ahnung. Ja, das ist doch... Genau, und da sieht man auf meinem Bild sehr schön... Diese Brücke, würde ich fast sagen, ne? Ja, könnte man so sagen. Hörst du denn schon was? Muss ich vielleicht noch rausgehen, der Motor ist sehr laut. Ich gehe mal etwas weiter in die Richtung, weil dein Wagen ist echt sehr laut. Bist du dir sicher, dass das die Brücke ist? Das muss die Brücke sein. So, letzten nee, mal das ist die Brücke nicht. Das ist doch nicht die Brücke. Letztes Mal haben das wir... Das ist doch die Autobrücke, das war die Eisenbahnbrücke, die ist wesentlich weiter vorne. Im letzten Mal haben wir meinen Schatz gesucht, den wir per Mail. Nee, wir müssen weiter noch rein. Also nicht so einen elektronischen Schnickschnack irgendwie hier, so E-Mail oder so. Nee. Nein, ich habe einen richtigen Brief bekommen, den ich dann direkt erstmal auf mein Handy gespeichert habe. Und hab dann erstmal freudig, wir haben einen Brief gekriegt, gesungen. Logisch. Und jetzt müssen wir praktisch nur noch, die Brücke ist das nämlich da, die da jetzt kommt. Siehst du da in der Ferne? Mhm. Du näherst dich rüber. Dem Ort, steht da auch schon. Ich muss rüber. Wir sind sicher? Wir sind auf falschen Seite. Aber wenn du auf Bild guckst, ist es auch die Perspektive. Wir müssen ja da... Wir sind auf jeden Fall schon im Gebiet drin. Fahr erstmal weiter noch. Wir müssen noch weiter. Ja, aber da hinten ist ja sowieso eine Brücke. Sonst ja, genau. Da brauchen wir nicht durchs Wasser für fahren. Ja, ich glaube, das wäre aber auch zu tief gewesen. Es ist so still, das Wasser, dass dann nachher zu tief ist. Ja, aber hier ist ja noch weniger Weg. Auf der anderen Seite ist nämlich der Weg. Wir waren auf der richtigen Seite. Hier. Siehst du, das ist die Brücke. Mhm. Hast du denn die Sachen schon aus dem Auto rausgehört? Ja. Okay. Wir müssen auf jeden Fall weiter runter, weil wir sind ja direkt am Wasser, ne? Mhm. Warte, aber ich glaube, das mache ich vielleicht besser mal zu Fuß. Per Fuß, weißt du? Weil dann höre ich vielleicht auch was. Ich höre aber auch nicht, kein Geklimper, weil das könnte nämlich so dass die Perspektive tatsächlich sein, ne? Noch ein Stück zurückgehen. Also auf die andere Plattform da hinten, ne? Ich höre aber auch tatsächlich... Aua. Na gut, jetzt sehe ich sie ja gar nicht, ne? Also. Ah, tatsächlich ist. Oder ist tatsächlich auf der ganz anderen Seite von der Brücke. Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Weil hier höre ich auch kein Geklimper oder sowas. Ich gehe mal weiter flussabwärts oder aufwärts. Ich weiß nicht, wie man das. Aufwärts müsste das sein. Doch, jetzt höre ich was. Weißt du was? Ach, da ist der Hinweis. Ein Blatt Papier an einem Baum. Genau. Wir haben einen Hinweis gefunden. Mach ich jetzt dann auch. Der Schatz hat unsere Familie zerrissen. Er ist nicht mehr hier. Ich habe ihn weggebracht. Ihr Penner werdet ihn nie finden. Ja, das wüsste ich aber. Untersuche alle Hinweise, um den Schatz zu finden. So habe ich jetzt auch die komischen Felder. Musste. Dreimal darf's raten, es sind exakt die gleichen Punkte. Ja, super, wunderbar. Gut, dann mache ich das am besten bei dir im Auto mal den Punkt. So, und ich würde sagen, weil wir ja ein bisschen mehr Zeit haben, weil wir nicht so lange gebraucht haben fürs Suchen. Obwohl, wir sind jetzt auch schon bei 5 Minuten. Machen wir doch jetzt hier
einen hier einen Schnitt, weil wir relativ weit fahren müssen. Und bei den anderen machen wir vielleicht eine Timelapse oder sowas. Bis gleich. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück. Wie ihr seht, sind es wirklich exakt die gleichen Hinweise wie am Mittwoch. Aber, mein Gott, er ist ja nackt. Mhm. Oh, das Gesicht. Oh ne, ist nicht weg, ist nur rot. So. So, und da seht ihr ja auch schon das die Blues Clues Tatze, ne? Wir haben also auf jeden Fall einen Hinweis gefunden. Das heißt, das Rätsel kann nicht mehr lange, ne? Also fernbleiben. So, dann bitte einmal nach Sandy Shores und das machen wir nach einer wunderbaren Timelapse. Da sind wir aus der Timelapse raus. Und da sind wir auch schon, deswegen steigen wir jetzt aus. Ja, ja, du hast tatsächlich zu nah dran gepackt. Wenn ich jetzt noch es schaffen würde, da drüber zu kommen. Wir hören auf jeden Fall schon das Geklimper, auch wenn wir irgendwie den Hinweis nicht finden. Das ist ja an dem Sessel. Ah, die Schaufel. Stimmt. Und da sehen wir auch wieder den Blues Clues, die Tatze. Das heißt, wir haben wieder einen Hinweis entdeckt. Denn wir sind wirklich sehr schlau. Als nächstes müssen wir dann zur Farm. Gleiches Spiel nochmal. Haben wir ja alles schon gemacht. Aber doppelt hält besser. Und damit verabschieden wir uns wieder in eine wunderschöne Timelapse. Und sehen uns dann gleich wunderschön freudig wieder. Oder wisst ihr was? Wir sind erst bei 12 Minuten, wir machen jetzt keine Timelapse. Obwohl wir noch... Genau, und am Ende machen wir eine Timelapse, das geht alles so. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr, ob ihr und wenn ihr gefeiert habt, was ihr denn so bekommen habt zu Weihnachten. Könnte uns vielleicht interessieren. Können wir ein bisschen neidisch werden. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht sind wir auch froh. Vielleicht so, sag mal, wenn man so kratzige Socken oder sowas kriegt, da freut man sich ja in der Regel nicht so drüber, hoffe ich zumindest. Es sei denn, jemand von euch mag kratzige Socken. Dann, mein Beileid. Oder vielleicht ein Gutschein für einen Esoterik-Kurs. Mensch, dass du den Leuten immer die Zäune wegnehmen musst, ne? Die müssen hart für ihre Zäune arbeiten. Na und? Interessiert mich doch nicht. Ich muss doch nicht dafür arbeiten. Nee, aber du musst dafür auch arbeiten. Weißt du warum? Weil dein Mechaniker, der dich am Tag 150 Tacken kostet, muss nämlich deinen Wagen danach wieder reparieren. So. Und dann hat er ja keine Mehrkosten. Ja, da hast du recht. Scheiße, ja, da hast du recht. So, steigen wir mal aus. Danke. Ich, So. Wo ist der Hinweis denn? War hier nicht auch eine Leiche oder so? Nee, hier war eine Kiste. Hier muss der, glaube ich, sein. Hier. Ja, stimmt. Wird lauter. Da ist ja die Kiste. Und wieder sehen wir hier in dem Teil einen Aufkleber von Blues Clues. 3 von 3 Hinweisen. Wir haben alle Hinweise gefunden. Das heißt, wir können uns jetzt das Geschenk abholen. Hoffe ich zumindest. Das heißt, wir haben blau und schlau gelöst. Wir haben blau und schlau gelöst. Wir haben blau und schlau gelöst. Wir haben blau und schlau gesucht. Da sind wir wohl sehr schlau. Und wir haben es halt schon gemacht. Das ist dann noch die andere Sache. Ach ja, ich muss ja den Controller hochhalten. Ihr hört die ganze Zeit, wenn da mein Controller meinen Tisch hier vermöbelt. Immer deine Kofferraumklappe ist locker. Echt? Na gut, dann nicht. Auch wenn du keinen Kofferraum hast, da drin sehe ich gerade, da ist der Motor drin. Oder sowas ähnliches.
Können wir es vielleicht von innen sehen? Ja, das könnte ein Motor sein oder sowas ähnliches. Schade, du tanzt jetzt gerade nicht zur Musik. Ich aber, glaube ich. Zu der nicht vorhandenen? Ja, genau. Ist gar nicht, dass ich Radio anhabe. Also sieht zumindest so aus, weil mein Kopf sich so komisch bewegt. Also nicht synchron zu deinem. Weil die Erschütterung müssten wir beide eigentlich gleichzeitig. Es wäre schlecht, wenn ich erst so eine Minute später darauf reagiere, ne? Schießt so einer, du tot am Boden, ich erst eine Minute später. Hallo. Das war aber weg da. Das ist ein Kollege, weißt du, der sitzt jetzt gerade da drin und schreit genauso rum dann wie du. Der denkt dann auch, diese scheiß KI, die können ja eigentlich nicht fahren. Wahrscheinlich sagt der eher, diese scheiß Spieler können ja eigentlich nicht fahren. Ja, warte mal, ich muss meinen Schatz jetzt woanders abholen. Wir sind ja hier nicht am Bunker, ne? Doch, stimmt. Faszinierend. Hui. So, ich lauf. Ich glaube, ich lauf den restlichen Weg. Ohne mich zu überfahren, bitte. Hier geht's übrigens runter. Déjà-vu, ne? Hier liegt ein dicker Mann. Zwei dicke Männer. Beide haben sie eine Waffe. Wir öffnen jetzt die Truhe. Und da ist der goldene Revolver. Damit haben wir Gold und Schlau gelöst. Die sieht aber echt eigentlich ganz nett aus, muss man ja tatsächlich sagen, ne? Also. Die hat Durchschlagskraft, aber doch. Echt? Oh ja. Müsste man jetzt mal schnell jemanden erschießen zum Abschied, ne? Ja, ich kann ja schon mal die magischen Worte machen, während. Ich mache sie jetzt, genau. Ich habe jetzt hier so ein bisschen Wortteig und. Ja, ich muss jetzt noch ein bisschen die Zeit überbrücken, bis wir irgendwo wieder lebende Menschen finden hier in dieser, im Desert des Nichts. Und dann, ja, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr das gerne mit einem Daumen hinterlegen. Damit wissen wir, dass wir das, was wir machen, gar nicht mal so falsch machen. Und vor allem wissen wir, dass euch das Projekt GTA vielleicht interessiert und wir es weitermachen sollen. Mensch, hier muss doch irgendwo jemand leben, ey. Der Revolver? Ich weiß es gar nicht. Guck dir mal hier. An der Tankstelle arbeitet da bestimmt jemand, oder? Nee, tatsächlich nicht. Egal. Wir machen es jetzt. Warte, ich kann ja den Typen da raus. Warte, ist da einer im Auto? Ja, hast du da welche? Oh, stimmt, tatsächlich. Hast du ja auch noch einen. Ja, die hat ordentlich Karacho, ne? Überleg mal, der ist 3 Meter weiter. Ein Schuss und zack, weg. Ja, vor allem ist der richtig weit geflogen, ne? Und mich würde mal interessieren, was so eine, wie heißt das, Patrone hier kostet. Guck mal, der ganze Wagen bewegt sich. Ja, und damit bedanke ich mich. Was passiert denn, wenn wir mal so eine Zapfsäule anschießen? Nicht wirklich viel gerade. Ne, gar nichts. Na, gar nichts. Was passiert, wenn wir einen Reifen anschließen? Ja, der ist sofort platt. Das war zu erwarten. Oder bestimmt auch interessant ist das hier. Aber ich finde, das ist so eine Waffe mit... Wow! So, das hat mich jetzt aufgeregt. Entschuldigung. Mit diesem wunderschönen Knall verabschieden wir uns und freuen uns. Würden uns freuen, wenn ihr dann am kommenden Mittwoch mit irgendwas, was auch immer, mal sehen, was dann kommt, wieder... Da seid. An dieser Stelle wünschen wir euch auch natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr, denn wir haben ja gerade Freitag und am Sonntag ist ja tatsächlich Silvester und dann endet doch schon das Jahr 2017. Es war der Wiederbeginn des
TP, deswegen kann man schon sagen, dass es ein TP-Jahr war. Und damit sage ich, ja, viel Glück, Erfolg fürs nächste Jahr und wir hoffen, wir können euch im nächsten Jahr auch wieder weiter unterhalten. Ciao. Tschüss.